Herzlich willkommen zu Supergen TV. Herzlich willkommen, Kurt Hertel. Hallo, grüß dich. Schön, mit dir Musik zu machen. Ja. Und toll, dass du da bist, um uns ein bisschen was zu erzählen. Und zwar, du hast ein Thema für uns mitgebracht heute. Ja, ich wollte mal ein bisschen über Hybrid-Picking sprechen. Mhm. Genau, das heißt, wenn man grundsätzlich das Plektrum benutzt auf der E-Gitarre, dann kann man ja trotzdem auch noch weitere Finger der rechten Hand zum Anschlagen der Saiten benutzen. Mhm. Sind noch welche übrig, ja? Da sind noch welche übrig. Normalerweise, also wenn wir erstmal davon ausgehen oder erstmal erklären, um welche Finger geht es denn eigentlich? Also neben dem Plektrum, was man ja in der Regel zwischen Daumen und Zeigefinger hält, kann man ganz gut den Mittelfinger und den Ringfinger auch verwenden. Ja. Mhm. Viele nehmen auch den kleinen Finger noch dazu, aber da muss man dazu sagen, da kommt so ein bisschen drauf an, ob man motorisch das Talent dazu hat, weil sich der oft nicht so gut unabhängig vom Ringfinger bewegen lässt. Mhm. Deswegen würde ich den erstmal vorne weglassen. Genau, also man könnte den Mittelfinger und den Ringfinger dazu nehmen. Mhm. Und ja, jetzt wenn sich die Frage stellt, ja was oder wie kann man es denn einsetzen, gibt es natürlich verschiedenste Möglichkeiten. Wir haben ja jetzt gerade ein Stück in C-Dur gespielt. Mhm. Ja, und dann könnte man zum Beispiel hergehen und in C-Dur Terzen spielen. Mhm. Ja, also wenn ich jetzt hier mal auf den fünften Bund gehe und vom fünften Bund weg auf der G- und H-Seite jeweils immer Terzen spiele, dann sähe das so aus. Und da benutzt du jetzt tatsächlich das Plektrum und den Mittelfinger, oder? Jetzt habe ich den Mittelfinger benutzt, genau. Also ich habe es gleich mal so gemacht, dass ich die G-Seite immer mit dem Plektrum angeschlagen habe und die H-Seite mit dem Mittelfinger angezupft. Und ich versuche da eben so eine Bewegung zu machen, wo, ja, wie soll ich sagen, der Daumen und der Zeigefinger sich nach unten bewegen mit dem Plektrum und der Mittelfinger quasi in die entgegengesetzte Richtung. Mhm. Also ich zeige es nochmal so. Genau. Und dann sehe ich das, ich spiele es nochmal, dann sehe ich das so aus. Ich habe das nur mal andersweise mal probiert, aber ist da nicht das Problem, dass das sich gut mischt, dass der Sound irgendwie ähnlich ist, oder? Das Plektrum unterscheidet sich schon sehr vom Sound des Fingers. Absolut, also das kann man so sehen, wobei man ja, sagen wir, in der ganzen populären Musik ja jetzt hier vielleicht weniger von irgendwelchen Regeln ausgehen sollte. Ja? Mhm. Grundsätzlich hast du recht, es wäre wahrscheinlich nicht schlecht, wenn man auch mal hinhört und mal guckt, wie klingt denn das eigentlich. Und viele Leute, die sich mit dem Hybrid oder mit der Hybridtechnik tatsächlich intensiver beschäftigen, die lassen sich dann auch Nägel wirklich wachsen beim Mittel- und Ringfinger. Gibt da zum Beispiel einen Country-Gitarristen. Es gibt mehrere. Der, Johnny Highland. Genau. Und der geht genauso wie ich hin und wieder zu einer Nageldesignerin und lässt sich dann einfach seine Nägel quasi so designen und auch mit etwas Gel verstärken, dass es sozusagen denselben oder einen ähnlichen Klang wie mit dem Plektrum halt interessant macht. Ja. Aber ich würde am Anfang vielleicht gar nicht mal so sehr davon ausgehen, weil das ist tatsächlich ja einfach ein Thema, da muss man selber entscheiden, wie wichtig es einem ist. Es muss nicht unbedingt sein, dass es gleich klingt, ja, also dass es ähnlich klingt. Ja. Weil ich komme eigentlich von der Geschichte, ich spiele entweder Plektrum oder Finger. Ja. Und deswegen ist das sehr interessant. Genau. Und jetzt haben wir es ja so, oder ich habe es am Anfang so gezeigt, dass ich beide Töne immer gleichzeitig gespielt habe. Mhm. Interessant wird es natürlich, wenn wir die Töne nacheinander spielen. Mhm. Zeigt es auch mal kurz, also dass man es so hat. Und das Schöne ist hier, wenn man jetzt die Töne nacheinander spielt, dass ich in der rechten Hand im Prinzip einfach weniger Bewegung habe. Ja, das spielt jetzt vielleicht bei Tönen auf benachbarten Seiten noch nicht die ganz große Rolle, aber normalerweise sehe ich das jetzt ja vielleicht so aus. Ja. Aber wenn ich das mit Hybridtechnik spiele,
dann geht es eigentlich schon ein bisschen flüssiger, weil ich tatsächlich natürlich den Anschlag geteilt habe, klar, weil es kommt immer ein Ton mit Plektrum, ein Ton mit Finger, aber auch, weil ich die Position überhaupt nicht mehr verändern muss. Mhm. Ja? Genau. Genau. Also das macht so gesehen auch Sinn. Jetzt wenn jemand sagt, naja, das klingt schon ganz schön in C-Dur und so, aber man ist vielleicht eher, sagen wir, in so einem Blues-Genre beheimatet und nehmen wir doch mal einen Blues in C, mhm, ja, oder irgendwie einen Groove in C, und man hätte dann vielleicht irgendwie sowas, vielleicht kannst du mal so begleiten, dass du... Okay, und jetzt habe ich hier, weiß nicht, ob man es schon gesehen hat, ich habe quasi die Töne auf der G-Seite mit dem Plektrum gespielt. Also es war jetzt hier der 11. Bund auf der G-Seite mit Hammer-On. Mhm. Dann, also das war dann der 12. Bund hier, also 11. und 12. Bund. Und dann ging es auf den 11. Bund der H-Seite. Und den Ton habe ich jetzt immer mit dem Mittelfinger gespielt. Mhm. Ja, also ich zeige es nochmal. Genau. Und sowas lässt sich dann auch in einer etwas größeren Geschwindigkeit leichter machen, weil ich es eben auch, weil ich den Anschlag gewissermaßen getrennt habe. Das macht total Sinn. Ja, genau. Also ich glaube, da gibt es viele Möglichkeiten. Ja. Absolut. Kann ich wahrscheinlich auch leichter jetzt größere Sprünge. Genau, und jetzt wären wir beim nächsten Thema. Also jetzt waren wir ja in Terzen, das war jetzt immer noch eine Terz. Und wenn wir jetzt zum Beispiel in der Tonart C bleiben, also beim Blues in C, und dann könnte man ja hier auch so Sechsten spielen, zum Beispiel, dass man... Oder sowas wie... Und hier hätte ich natürlich, wenn ich das mit dem Plektrum mache, schon ganz schöne Sprünge. Ja? Das heißt, man muss da schon ganz schön arbeiten. Mhm. Und jetzt kann ich auch hier wieder sagen, okay, ich bleibe mit dem Plektrum immer auf der G-Seite und nehme den Ton auf der hohen E-Seite entweder mit dem Mittelfinger, wie ich es gerade gemacht habe, oder eben auch mit dem Ringfinger. Das wäre vielleicht sogar noch logischer, weil ja noch eine Seite dazwischen ist. Ja? Mhm. Und dann haben wir sowas hier. Super. Ja. Vielleicht können wir das mal demonstrieren. Klar. Vielleicht Blues in Blues C. In C. Ja. Eins, zwei, drei. Also ich habe jetzt immer natürlich sehr viele Sechsten gespielt, aber immer mit dieser Aufteilung Plektrum und Ringfinger. Super Tipp. Mhm. Ja. Da kann man sich wirklich mal einfach die ganzen Sechsten vielleicht erarbeiten, auf dem Griffbrett sogar, dass man die verschiedenen Seitenpaare nimmt und auch die Terzen. Ja. So kann man, glaube ich, ganz tolle Ideen gewinnen. Ja. Das werde ich auch gleich mal machen. Ja. Müsst ihr auch mal probieren? Nee, ich meine, zu Hause natürlich. Also zu Hause. Wenn ich komme dann wieder, wenn ich es kann. Gut, aber es ist interessant, ja? Ja. Das heißt, du würdest dann wahrscheinlich die benachbarten Seiten mit Pick und Mittelfinger machen und wenn es weiter wird, dann vielleicht mit dem Ringfinger, oder? So ist es, genau. Also ich würde, also wenn man es dann tatsächlich übt, dann würde ich schon ein bisschen nach der Logik, wie die Finger sitzen, so würde ich vorgehen. Ja? Also das heißt, genau wie du es gerade gesagt hast, zuerst kommt das Plektrum, auf der nächsten Seite der Mittelfinger und wiederum auf der nächsten Seite der Ringfinger. Aber man muss es sehen, in welchem Zusammenhang man ist. Ja. Und man sieht auch, also bei den größten Virtuosen, die diese Technik auch anwenden, die haben da oft letztlich überhaupt keine wirkliche Technik oder zumindest keine Vorgabe. Ja. Die haben eine tolle Technik natürlich, aber die spielen manchmal... Es ist kein System oder so. Finger, genau, es ist kein System dahinter. Die spielen Fingerkombinationen, die sehr, zum Teil sehr untypisch sind. Mhm. Beim Albert Lee zum Beispiel ist es so,
dass der sehr häufig, wenn der so ein Hybrid-Picking über drei Saiten macht, dass der hat Plektrum, Mittelfinger und kleiner Finger. Mhm. Der lässt den Ringfinger oft weg. Witzig. Also, genau. Also, warum auch immer, gell? Warum auch immer. Das hat er sich mal so angewöhnt und für ihn ist das anscheinend die völlig logische Art, das zu spielen. Mhm. Ja. Genau. Jetzt kann man das aber natürlich nicht nur bei solchen Intervallen einsetzen, sondern wenn wir nochmal in C bleiben, ja, wenn man da jetzt mit der Pentatonik improvisiert. Ja, und man ist als Gitarrist natürlich immer geneigt, wenn man auf einer Seite spielt, dass der nächste Ton vielleicht einfach dann auf der nächsten oder auf der nächst erreichbaren Seite kommt. Mhm. Ja? Also sprich, ich bin hier, ja, dann spiele ich oft danach und danach. Genau, ist natürlich einfach und macht melodisch ja auch Sinn. Mhm. Ja? Aber ich könnte natürlich schon hergehen und auch mal quasi eine Seite überspringen in der Improvisation. Ja? Dass ich zum Beispiel sage, ich mache. Und dann ist es natürlich jetzt für die rechte Hand eine gewisse Arbeit, weil ich muss diesen Sprung ja mitmachen und das heißt, man geht da schon einen gewissen Weg. Also sieht man schon, das ist viel Arbeit hier. Und wenn ich das jetzt aber mit Hybrid-Technik spiele, dann kann ich sagen, ich spiele die ersten zwei Noten auf der D-Seite mit Plektrum, aber den Ton auf der H-Seite mit dem, zum Beispiel mit dem Ringfinger. Mhm. Ja, also es gibt viele Möglichkeiten, wie man dann einfach so technische Schwierigkeiten dadurch relativ leicht lösen kann. Interessant. Mhm. Mal kurz mal testen. Wenn du das jetzt üben würdest oder langsam aufbauen würdest, wie würdest du da vorgehen? Würdest du vielleicht kleine Sachen dir mal überlegen und die einfach mal üben? Auf jeden Fall. Oder? Ich würde so Licks mir basteln. Also wie vielleicht genau das. Also das habe ich jetzt auch noch nicht gespielt. Genau, also. Also ich würde versuchen, einfach so kleine Licks basteln. Es erstmal üben, dass das einigermaßen flüssig geht. Und wie das natürlich bei Licks immer sehr, sehr wichtig ist, versuchen das auch irgendwo anzuwenden. Ja? Also genau. Sagt, man hat dann einen Blues und oder irgendein Stück, wo dann eine entsprechende Pentatonik vorkommt und das dann da einbauen. Genau, genau. Ja? Von der Haltung her würdest du dann schauen, dass die Haltung eigentlich prinzipiell so bleibt, wie sie vorher war, wenn ich mit Plektrum alleine spiele. Ja. Und du würdest einfach versuchen, möglichst wenig zu verändern, oder? Dass genau. Das Pick bleibt und der Finger ist... schlägt an genau da, wo er auch ist. Wo er ist. Genau. Genau, also was man vielleicht noch, wo man gucken kann, ist, wie ich es am Anfang schon mal gesagt habe, dass die, also wenn ich jetzt von mir aus, von oben auf die Seiten gucke, dass ich nicht die drei Finger oder beziehungsweise das Plektrum und die zwei Finger, dass die nicht in einer Linie stehen, weil es sonst ein bisschen schwierig wird, dann den Anschlag auszuführen, sondern ich würde schauen, dass die Finger so etwas, ja, also von links nach rechts stehen und, so wie vorher auch mal erwähnt, also das Plektrum geht dann nach unten und die anderen Finger gehen sozusagen auf der anderen Seite etwas weiter rechts nach hinten. Also dass es auch rein theoretisch möglich wäre, dass ich alle drei Töne oder drei Töne, sagen wir hier so einen gleichzeitigen Anschlag und die sich nicht gegenseitig behindern. Mhm. Genau, also wenn man vorher die Finger vielleicht so hatte, dann sollte man gucken, dass man den Mittel- und den Ringfinger etwas nach rechts zieht. Vielleicht so ähnlich, wenn man jetzt so Fingerpicking-Übungen macht, dann ist es ja auch so. Da versucht man ja auch nicht in so einer Stellung zu sein, wo alle genau. Finger in einer Linie stehen, sondern die müssen ein bisschen versetzt sein, damit jeder einzelne Finger auch eine gewisse Bewegungsmöglichkeit hat. Richtig. Ja, ja, genau. Das ist interessant. Ja. Würdest du dann würdest du noch Akkorde spielen so? Ja, ich würde auch Akkorde spielen. Das Schöne ist, wenn man Akkorde mit Hybrid-Picking macht, ja, dann kann man zum einen hergehen und einfach mal wirklich dreistimmige Akkorde auch spielen. Ja. Also das heißt, mal ein bisschen wegkommen von diesen Griffen, die man als Gitarrist halt sehr häufig hat. Also wenn man ein Stück hat in C, dann hat man oft so C, F und G in dieser Form.
Und klar, das sind im Prinzip dreistimmige Akkorde, aber da sind viele Verdopplungen drinnen und jeder Akkord oder jeder Griff hat dann auch eine unterschiedliche Anzahl von Tönen. Und manchmal klingen dann diese Akkorde nicht so richtig homogen. Mhm. Ne? Jetzt werden wir diese Harmonien, also C, F, G war das gerade, mal auf dreistimmig umbaut, dann könnte das zum Beispiel so aussehen, ja, dass man hat hier einen C-Akkord, hier hat man einen F-Akkord, G-Akkord nehme ich hier. Okay, und jetzt kommt man vielleicht schon sehen und vor allen Dingen hören, dass der Klang, wenn ich das mit Hybrid spiele, ein bisschen anders ist. Mhm. Und zwar ist er deswegen anders, weil die Töne tatsächlich gleichzeitig kommen. Mhm. Weil immer dann, wenn ich mit dem Plektrum einen Akkord komplett anspiele, dann ist es zwar zwischen den einzelnen Saiten nur ein ganz kleiner Bruchteil von irgendwelchen Millisekunden, aber trotzdem ist es so, die Töne kommen immer nacheinander. Mhm. Und das hat eine bestimmte, ich nenne es jetzt mal eine bestimmte Klangästhetik. Mhm. Ja. Und wenn ich das aber jetzt hier so mache und habe den dreistimmigen Akkord, in der linken Hand so, und in der rechten Hand schlage ich eben die D-Seite mit dem Plektrum, die G-Seite mit Mittelfinger und die H-Seite mit dem Ringfinger und nehme das gleichzeitig, dann hat es natürlich eine ganz andere, ja, Ästhetik, einen ganz anderen Klang. Richtig, ganz genau. Ja. Was ich auch spannend finde, ist, man ist dann oft auf der Suche, wenn man weggehen will von diesen, sage ich mal, Lagerfeuerakkorden, ja, dass man, ich muss jetzt irgendwie ganz komplizierte Akkorde, ich muss irgendwelche Töne hinzufügen. Was aber spannend ist, wenn man mal Töne weglässt. Wenn ich mal einen C-Akkord spiele und es sind einfach nur drei Töne, das finde ich, manchmal klingt es viel stärker, als jetzt, wenn ich alle Akkorde spiele. Wenn ich nur drei Töne habe, kann es nicht so gut mit Hybrid spielen. Oh, ja, ja. Wenn ich einfach also Töne weglasse, auch bei den ganz normalen Akkorden. Genau, wobei... Das finde ich auch spannend, das könnte ich auch mit dem Hybrid-Picking, das ist eigentlich keine Einschränkung, sondern eröffnet eigentlich ganz neue Türen, wenn ich mal versuche, die Akkorde zu spielen, die ich eh schon kann, aber nur mal zwei, drei Töne davon auswähle und dann die spiele, dann kriege ich ein bisschen einen durchsichtigeren Sound. Wenn ich es jetzt richtig gesehen und gehört habe, dann hast du im Prinzip so, als Rahmenintervall hattest du ja häufig die Dezime, ja? Also du hast jetzt hier, und dann hast du die Quinte quasi hier unten gehabt. Genau. Ja? Da muss ich jetzt sagen, das fände ich jetzt mit Hybrid sehr schwer, weil du sozusagen, du hast jetzt hier den Grundton C auf der A-Seite, ja, dann bräuchtest du ja die Quinte auf der D-Seite und jetzt müssen wir aber eine Seite überspringen. Stimmt, ja. Also das ist sicherlich machbar, das wäre für mich jetzt nur nicht so der erste Ansatzpunkt, wenn ich Hybrid-Picking mache. Ja. Richtig. Das ist schon, glaube ich, also das müsste ich jetzt selber üben. Ja. Also ich habe jetzt ganz intuitiv, wo ich das gespielt habe, habe ich sofort irgendwie das Plektrum hier verschwinden lassen. Ja, genau. Und habe das tatsächlich einfach, weil es tatsächlich auch so leichter ist. Ja, also dann vielleicht aber dann einfach reduzieren darauf, dass ich die Akkorde nehme, die ich habe und dann einfach mal diese Technik versuche. Dass ich eben zwei Seiten, die nebeneinander liegen. Das wäre vor allen Dingen für den Mittel- und für den Ringfinger schon ganz gut. Also genau. Zwischen Mittel- und Ringfinger würde ich erstmal nicht schauen, dass da irgendwie noch eine extra Seite ist. Ja. Guter Tipp. Ja. Guter Tipp. Erstmal, das Plektrum ist ja prinzipiell flexibel. Genau. Mit dem kann ich größere Sprünge machen, aber die Finger erstmal zusammenlassen. Guter Tipp. Ja. Ja. Was man vielleicht noch erzählen kann, ist ganz grundsätzlich so, dass man durch diese Art, wie wir sie gerade ein bisschen vorgestellt haben, also mit den drei Klängen, dass man hier zum Beispiel auch ganz gut Riffs oder Riffs eigentlich oder so schöne rhythmische Akkordphrasen eigentlich konstruieren kann. Mhm. Das ist was, das gelingt uns ja oft mit den großen Akkorden sehr schwer. Ja. Klar kann man auch mal sowas spielen wie
Aber das ist dann oft auch ein bisschen schwierig, weil wir, oder beziehungsweise von den Möglichkeiten sehr eingeschränkt, weil wir immer diese großen Akkorde haben. Mhm. Ja. Aber wenn wir sowas, so kleinere Akkorde, ich nenne es mal die kleinen Akkorde, wenn sie wirklich dreistimmig sind, und das in Kombination mit so einer, mit dieser Hybridtechnik, ja, dann kann man so ein irgendwie sowas, ja. Also das war jetzt einfach nur irgendwas dahingespielt. Mhm. Aber sowas mit großen Akkorden zu spielen, also da muss man schon, glaube, da müssten wir auch üben, dass wir das hinkriegen, weil das ist nicht auf die Schnelle zu machen. Genau. Ja. Ja. Aber das ist der große Vorteil von diesen Akkorden kombiniert mit dieser Technik, dass man unglaublich flexibel ist und man einfach sehr schnell schöne Figuren auch spielen kann. Nicht nur Akkorde, die so liegen, sondern auch schöne Riffs dazu. Ja. Ist fast schon ein pianistischer Ansatz vielleicht. Würde ich auch sagen, das ist was man oft hört. Ich meine, mittlerweile nicht mehr, aber früher gab es viele so dreiklangsbasierte Sachen. Ja. Und Das ist jetzt wirklich eine große Erweiterung, wenn man jetzt eben von diesen Akkorden kommt oder so, dass man dann da wirklich eine ganz andere Welt auftut, indem ich erstmal alle gleichzeitig anschlage und dann auch noch mit drei Tönen natürlich viel flexibler bin, die da irgendwo zu verschieben und da kleine Riffs, rhythmische Figuren draus zu basteln. Absolut. Ja. Vielleicht noch ein Punkt. Mhm. Einfach nochmal zur Anwendung, ja. Also angenommen, man spielt in einer Band und wir haben da einen Pianisten oder einen Gitarristen und der hat vielleicht schon so ein ganz fulminantes Rhythmus-Pattern. Ich spiele jetzt mal einfach irgendwas, das kannst du dann auch mal nachspielen. Ah. Also der spielt zum Beispiel sowas, ja. Also C, G, A-Moll und F, also jetzt nichts Berühmtes. Ja. Und jetzt könnte man natürlich als Gitarrist genau das Gleiche nochmal spielen, aber die Frage ist dann, macht es denn überhaupt Sinn? Ja. Und jetzt könnte ich mir aber mit dem Wissen, was wir uns gerade angeeignet haben, jetzt könnte ich mir diese Akkordgriffe mit dreistimmigen Akkorden mal zurechtlegen und vielleicht mit der Hybrid-Picking so kleine oder eine kleine Variante von dem spielen. Ja? Mhm. Also C-Dur wäre jetzt so. Das wäre G. A-Moll wäre jetzt der hier. Und F wäre der hier. Mhm. Und jetzt muss ich natürlich nicht auch so spielen, dass ich... Sondern ich würde zum Beispiel... Können wir das mal zusammen machen? Ja. Okay. 1, 2, 3, 4. Sehr cool. Genau, also das bietet sofort eine Riesenmöglichkeit, das Bandarrangement ein bisschen interessanter zu gestalten. Absolut, also es ist wirklich eine zweite Stimme zu der anderen Gitarre, sodass man wirklich zwei unterschiedliche Parts generieren kann. Genau. Super. Mhm. Mensch, ich glaube, ich setze mich gleich mal hin und probiere das ein bisschen aus. Okay. So, also, muss man sich dran gewöhnen. Ich spiele auch mit Fingernägeln, aber nur so. Nicht ganz lange, aber ich glaube, das macht total Sinn. Absolut. Du, vielen Dank für die ganzen Tipps. Sehr gerne. Sehr hilfreich. Super, ich freue mich. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ja, lasst uns wieder wissen, wie ihr zurechtkommt oder was ihr für Ideen habt mit Hybrid-Picking. Abonniert unseren Kanal, das wird uns sehr helfen und ich hoffe, ihr seid nächste Woche wieder dabei bei SuperGenTV. Vielen Dank, Kurt. Ja. Dankeschön, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Bis zum nächsten Mal. Servus. Tschüss. Ciao.